Ich grüße Sie, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV am Montagmorgen, 9.02.2015. Ja, wir schauen uns auf den, oder wir schauen uns besser gesagt den DAX-Verlauf an während des heutigen Tages und sehr ernüchternd stellen wir fest, dass der DAX hier ordentliche Abgaben zu verzeichnen hat. Wenngleich wir ja auch am Freitag zu den Non-Farm Payrolls bereits hier auf diese Konstellation im Stundenchart hinwiesen. Das will ich jetzt hier nochmal kurz aufreißen. Das Thema für alle die, die das Video nicht geschaut haben oder eben den Live-Beitrag verpasst haben. Wir hatten hier definiert, dass wir im Bereich 10.780, 10.790 Punkten einen Unterstützungsbereich haben. Insbesondere hier das Level 10.775 ganz, ganz signifikant war. Ja, mit den unsicheren Tendenz nach den Non-Farm-Payrolls am Freitag ging es dann hier zum Handelsschluss dann doch gen Süden und insbesondere in der Nachbörse, wir sehen hier die 24-Stunden-JFD-Indikation, rutschte der Index dann deutlich unter diese Unterstützungslinie. Das ließ für heute dann bereits schon nichts Gutes erahnen und dann hier prompt zur Eröffnung schlug der Index hier nochmal sauber nach unten durch und jetzt sind wir an einem Level und das ist charttechnisch absolut ableitbar, dass wir jetzt hier in diesem Bereich um 10.625, 10.600 Punkte, wir sind nicht ganz an die 10.6 rangelaufen, aber 10.625 Punkte, das ist diese Zone, die hier schon seit Tagen markiert wurde. Genau dieser Bereich ist es aktuell, der dem DAX ein bisschen als Auffangbecken dient und wir sehen aktuell in dieser Stundenkerze hier einen Erholungsimpuls, der allerdings sich korrektiv darstellen dürfte. Also denke nicht, dass wir hier die große Umkehr nach oben sehen. Der DAX ist jetzt definitiv erstmal angezählt und man sollte sich durchaus darauf einstellen, da gehe ich direkt noch ein Stück weiter raus aus dem Stundenchart, dass der DAX jetzt hier auch in den kommenden 1-2 Handelstagen hier durchaus weiter nach unten fallen dürfte. Also man muss davon ausgehen, dass jetzt hier korrektive Erholungswellen eher die Verkäufer auf den Plan rufen dürften. Das soll heißen, dieser schon erwartete Tendenz in Anführungszeichen mit Ausbruch unter 10.775 Punkten nun nehmen und das jetzt mal hier in einer gewissen Art und Weise fortführen, dann dürfte sich hier wieder ein leichtes Ping-Pong einstellen, aber zumindest in Bälde die 10.6 nochmal ergeben, um dann hier auch durchaus das Level 10.500 Punkte in Augenschein zu nehmen. Das ist durchaus eine Variante, die man hier im Fokus haben sollte. Der DAX also jetzt hier primär angezählt ist, deuten sich weitere Verluste an. Das bleibt alles der Fall, solange wir jetzt unterhalb dieses gebrochenen Unterstützungslevels bleiben. Das ist jetzt hier praktisch die gewandelte Zone, einst Unterstützung, jetzt Widerstand. Man darf vom DAX erst wieder mehr erwarten, wenn wir hier deutlich über 10,8 rausziehen. Dann haben wir hier auch noch diesen kurzfristigen Abwärtstrend seit Anfang Februar. Also da muss er hier über dieses Bündel, über dieses Widerstandsbündel erstmal hinaus. Das will ich nicht bestreiten, dass das Handelsjahr durchaus noch positive Impulse liefern dürfte. Also es ist nicht so, dass wir hier den DAX jetzt abschreiben und nach unten reden wollen. Um Gottes Willen, es handelt sich jetzt hier vielmehr um eine korrektive Gegenbewegungsphase aufgrund der zuletzt steilen Gewinne, die wir uns jetzt nochmal im Tageschart genauer anschauen werden. Hier praktisch mal das Bild vom Stundenchart weg auf Tagesbasis und eine direkte Fortsetzung hätte es durchaus geben können. Aber wie auch schon erwähnt, wir hatten hier diesen oberen Trendkanal, diese deckelnde Trendlinie, die zuletzt eben durchaus hinderlich wirkte. Zudem auch jetzt, habe ich das letzte Mal gar nicht mit reingenommen in den Chart, aber jetzt auch deutlich wird, dass wir hier Divergenzen im Chartverlauf haben. Hier ganz klassisch beim RSI-Oszillator 14er Periodeneinstellung sehen wir auch hier, dass diese negative Divergenz scheint entsprechend. Und jetzt haben wir eben hier diese Zone 10.6, 10.5. Auch der EMA20 verläuft dort. Das ist ein interessanter Bereich. Dort könnte der DAX durchaus bereits wieder Auftrieb erfahren und wieder nach oben streben. Aber Sie sehen auch hier diesen Trendkanal, der hier auf der Unterseite schon viele, viele Auflagepunkte genießt, dass es, wenn wir unter 10.5 absinken, und das wäre dann auch hier eben die Performance seit dem 23. Januar, wenn wir unter dieses Level fallen würden, dann muss man davon ausgehen, dass nochmals rund 400-500 Punkte Abschlagspotenzial vorhanden wären. Dann allerdings dieses eingekreiste Level hier inklusive dieser Aufwärtstrendlinie, dieser horizontalen Unterstützung, der Bereich knapp über 10.000 Punkten, dann sicherlich ein sehr, sehr schönes Buy-Trigger-Level wäre, um für die kommenden Tage, Schrägstrich Wochen, Schrägstrich Monate, wenn es denn so sein soll, dass der DAX sich hier innerhalb dieses Aufwärtstrendkanals weiter nach oben schraubt, wäre das hier ein sehr, sehr interessantes Einstiegslevel, um dann eben hier an einer Rallye-Fortsetzung teilzuhaben. Wir zoomen uns mal ein Stück raus, also hier die Marke von 10.000, nicht nur aufgrund psychologischer Aspekte wichtig, sondern eben auch hier im Sinne dieses Support-Charakters, der jetzt eben hier existent ist. Und insofern sollten hier Abgaben unter dieses
wo vermieden werden. Gehen wir wieder zurück in den vierstelligen Bereich, dann muss man den DAX generell nochmal neu bewerten, weil dann wäre eben auch die Trendlinie gebrochen. Doch so weit wollen wir jetzt gar nicht schauen. Derzeit deuten sich hier diese Rücksetzer eher als Akkumulationschancen an, also hier als mögliche Einstiegsniveaus. Das muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Wir haben jetzt das Ganze mal hier technisch unter die Lupe genommen. Das Ganze ist natürlich keine Anlageempfehlung, um Gottes Willen. Sie wissen das Risikohinweis-Haftungsausschluss. Es geht hier nur darum, den Marktverlauf hier praktisch darzustellen, zu covern. Anlageentscheidungen sind das nicht. Das müssen Sie für sich selber treffen, ganz klar. In diesem Zusammenhang würde ich mich freuen, wenn Sie heute Abend nochmal einschalten. Da gibt es dann nochmal ein JFD Live-Trading zu den US-Märkten. Dann am späten Abend, so 19:30, 20 Uhr, so in dieser Range, da wird es nochmal eine Meldung im Stream geben. Ansonsten warten wir mal ab, was der DAX macht. Rein technisch, wie gesagt, dürfte er jetzt erstmal eine korrektive Erholungsgegenbewegung erfahren, um dann doch weiter abzudriften. Gehen wir natürlich direkt unter 10,6 heute noch runter, dann sieht es so aus, dass wir früher als erwartet hier bei 10,5 stehen. Aber warten wir ab, was uns der Markt darbietet. Ich sage erstmal an dieser Stelle danke fürs Einschalten und freue mich, wenn Sie das nächste Mal dabei sind. Beste Grüße und Tschüss.